Schließt die Augen. Einstimmung zu einem kurzen Ohmteppich oder naja, etwas, indem du immer wieder mit dem Ohm-Chanten beginnst, von neuem, sodass sich ein gleichbleibender Ohmklang im Raum aufbauen kann. Du kannst hier auch immer wieder einatmen, tief mit dem Ujjayi-Atem und dann Ohm aus. Atme ganz aus und für dein Ohm ein und beginn. Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Guten Morgen, Namaste, ich bin Mahindra. Begrüße dich zum fortgeschrittenen Pranayama. Bei dir auch zu Hause, wenn du online dabei sein solltest. Herzlich willkommen. Hier geht's weiter mit Kapalabhati. 4 Runden der Schnellatmung. Erste Runde nicht schnell, sondern ganz langsam beginnt, sodass du ganz bewusst beim Ausatmen Uddiyana Bandha setzt und einatmen lässt du es wieder los. Geht ja automatisch, aber jetzt bewusst anspannen. Uddiyana Bandha, Bauchdecke nach innen oben geben, einatmend lösen. Ausatmend anspannen. Die Hände ins Chin-Mudra auf den Oberschenkeln, vorzugsweise die Handrücken aufgelegt, um die Brust, den Brustbereich nochmal etwas mehr zu öffnen. Atme ganz aus, tief und vollständig ein. Nochmal ganz ausatmen. Bequem ein. Beginnen die erste Runde. Aus, ein. Aus, ein. Aus, ein, aus, ein, kräftig, Uddiyana Bandha, aus, ein, hamso, hamso, aus, ein, hamso, 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 aus ein, hamso, aus ein, hamso, hamso, aus ein, ausatmen, vollständig ausatmen, stützt sich ab vor dir auf den Boden oder auf den Oberschenkeln, Rücken ganz gerade, Kopfverlängerung oder leicht auch das Kinn gehoben. Agnisara oder Uddiyana Bandha jetzt vielleicht, Uddiyana Bandha setzen. Und wenn du atmen musst, richtest du dich auf, atmest zwischen
kommst in die Anhaltephase mit bequem gefüllten Lungen. Setzt Mula Bandha, Beckenbodenmuskeln aktiv gesetzt. Konzentration Manipura Chakra, Lendenwirbelbereich, Bauch, Gegend, Sonnengeflecht. Wärme, Energie wahrnehmen, ein Feuerball vielleicht. Und wenn du atmen musst, wenn du es merkst, gibst du dem Impuls sofort nach und atmest entspannt. Aufmerksamkeit in Manipura halten. Übe jetzt dieser Zwischenphase Vajrasana Mudra, kleines Vajrasana Mudra mit hinterem, von mittlerer, hinterer Bereich Mula Bandha, Beckenbodenmuskeln aktivieren, vorderes, mittleres, hinteres Mula Bandha in Wellenform, erst von nach hinten gehend und von hinten nach unten, oben, von unten nach oben gehend dann nochmal. Vorderes Mula Bandha, Geschlechtsmuskulatur, Harnleiter, mittleres Mula Bandha, die Sitzbeinhöcker so etwas zusammenziehen, Perineum, Muttermundbereich und hinteres Mula Bandha, Anusschließmuskel, wellenförmig und zum Schluss dann diesen Anusschließmuskel von außen unten nach innen oben geben. Und dann beende das und bereite dich vor auf die zweite Runde Kapalabhati. Schnelleres Tempo. Atme ganz aus. Tief ein. Vollständig aus. Bequem ein. Und beginn. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein. Kräftig. Aus ein Hamso, aus ein Hamso, aus ein Hamso, 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 aus ein Hamso, aus ein Hamso, aus ein Hamso, aus ein, aus ein, aus ein, aus ein, aus ein, aus atmen, ganz ausatmen, stützt sich wieder ab. Jetzt atme Sarah, Bauchdecke vor zurück, flattern lassen, Energie erzeugen im Bauchraum. Solange wie du merkst, der Atempuls erreicht dich, und dann wieder zwischenatmen, aufrichten. Anhaltende Phase wieder erreichen, Vajrasana Mudra üben, Beckenbodenmuskeln von vorn, Mitte, hinten, von unten nach oben wellenförmig bewegen. Einige Male und dann fest Mula Bandha im Gesamten, Aufmerksamkeit Muladhara Chakra, Wurzelchakra. Stell dir hier ein Gefäß, eine Schale vor, wo jetzt die Energie hinein sich füllt, fließt, tropft, vom Manipura herunterkommt oder von oben überhaupt die Schale ganz anfüllt, fast zum Überlaufen bringt. Aber nicht forcieren, wenn du atmen musst, wenn du den Puls wahrnimmst, gib ihm nach, atme entspannt. Bleib im Muladhara Chakra ganz aufmerksam. Üb jetzt Ashwini Mudra. Beckenbodenmuskeln anspannen, lösen im Wechsel, immer wieder.
Dann löse. Kannst die dritte Runde mit wechselseitig üben, wie die rechte Hand wie bei der Wechselatmung nutzen zum Verschließen der Nasenseiten. Erste Phase rechts verschließen, links aus ein, zweite Phase nur rechts aus ein, dritte Phase links, rechts hin und her, vierte Phase beidseitig. Gleich wieder. Also Arm dann sinken lassen. Auch unterstützt mit Mula Bandha, mit Ashwini Mudra, Beckenbodenmuskeln anspannen beim Ausatmen und Einatmen lösen im Wechsel. Atme dafür ganz aus. Tief und vollständig ein. Nochmal ausatmen. Rechten Arm nach oben geben. Bequem einatmen. Verschließ rechts, atme links aus. Aus, ein, aus, ein. Aus, ein, kräftig, links aus, Mula Bandha, aus, ein, Hamso, aus, ein, Hamso, links aus, ein, Hamso, Mula Bandha, Hamso, 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 wechseln rechts aus, Hamso, aus ein, Hamso, aus ein, Hamso, aus ein, Mula Bandha, aus ein, rechts aus, Hamso, aus ein, Hamso, aus ein, Mula Bandha, aus ein, rechts aus, Hamso, 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 wechseln, links aus, rechts aus, hin und her. Hamso, 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 Mula Bandha, Hamso, 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 Ham, 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 Ham. Und nun durch beide Nasen gleichzeitig noch einmal. Hamso, 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 aus ein, Hamso, aus ein, Hamso, aus ein, ausatmen. Vollständig stütz dich ab vor dir. Nauli, die Bauchmühle gern. Bauchmuskeln kontrahieren, kreisförmige Bewegungen. Ein paar Mal nach links und ein paar Mal nach rechts. Und dann wieder zweite Anhaltephase. Und da zu Beginn Ashwini Mudra, Beckenbodenmuskeln anspannen, lösen, immer wieder. Einige Male und fest Mula Bandha, gesamten. Auf Konzentration Muladhara Chakra, von dort hinaufgehend die Sushumna, feinstoffliche Wirbelkette, bis zum Ajna Chakra, ganz punktuell dort. Mitte des Kopfes konzentrieren. Energien nach oben schicken. Den ganzen Oberkörper hindurch, Sushumna entlang bis zum Kopf. Ajna Chakra. Jetzt die abschließende Runde, ganz schnelles, hechelndes Kapalabhati, eine Minute lang. Ein Tempo finden, dass du die Minute hältst, vielleicht zum Ende hin etwas das Tempo noch forcieren kannst, zumindest so schnell wie es geht, eher oberflächlich. Dafür dann wiederum ganz ausatmen. Tief ein, vollständig aus. Bequem ein und beginn hechelndes Kapalabhati. Eine Minute.
30 Sekunden. Letzten 20 Sekunden, vielleicht jetzt noch einmal forcieren das Tempo, wenn es möglich ist. Für die letzten 10 alles geben, was geht. So schnell wie es geht, Kapalabhati. 5, 4, 3, 2, 1. Ausatmen, vollständig, gern aufgerichtet bleiben oder kurz vorn abgestützt. Uddiyana Bandha. Und dann gleich jetzt in die, ohne Zwischenatmung, gleich in die Anhaltephase mit bequem gefüllten Lungen finden. Und sofort fest Mula Bandha. Ganz festsetzen. Konzentration Ajna Chakra, von dort aus Energien in die Weite schicken und auch die Aufmerksamkeit folgend ganz weit werden lassen. Und dann nimmst du auch gleichzeitig jetzt diese Energien nochmal wahr, die du gewonnen hast. Diese Leichtigkeit, diese Weite im Kopf. Im Geist, Reinigung deiner Atemwege. Und komme dann vielleicht noch mal mit einer kleinen Bewegung, wenn du eine brauchst, zur Vorbereitung auf die Wechselatmung wieder dann zurück in die Position, die du brauchst, die du stabil bewegungslos einnehmen kannst für die Wechselatmung. Ungefähr 20 Minuten Wechselatmung. Rhythmus beginnt 5, 20, 10, dann 6, 24, 12 und 7, 28, 14. Und bleib bei dem Rhythmus dabei, wenn es geht. Wenn nicht, dann nutzt du deinen eigenen Rhythmus und atmest in deinem Rhythmus, in deinem eigenen Rhythmus entspannt. In der Wechselatmung. Die Hände jetzt in die Mudras geben, linke Hand ist Chin Mudra auf dem Oberschenkel und rechte Hand Zwischen Mudra. Atme ganz aus, vorbereitend. Beide Nasenlöcher auch nochmal tief und vollständig ein. Und wieder ganz ausatmen. Rechten Arm anlegen, Hand zur Nase. Verschließe rechts, atme links zügig ein. Bequem mit Mula Bandha Atem halten. Oder vollständig gefüllt jetzt Mahabandha, Lungen vollständig gefüllt für Mahabandha, Mudabandha, Uddiyana-Bandha und Jalandhara-Bandha. Jalandhara-Bandha, Kinn zur Brust, Zungenoberseite nach hinten, oben zum Kehlverschluss, Jiv-Bandha. Löse die Bandhas, verschließ links, atme rechts aus, ruhig, gleichmäßig, entspannt, kaum hörbar. Und atme rechts ein, tief vollständig, gleich mit Mula Bandha zum Maha Bandha, alle drei Bandhas, beziehungsweise noch Jiv Bandha. Konzentration noch einmal, Schultern entspannt, rechter Arm angelegt, Augen geschlossen, Gesichtsmuskeln weich gelöst. Ganz entspannt. Löse die Bandhas, verschließe rechts, atme links aus. Ruhig, gleichmäßig, 10 Sekunden Zeit. Einatmen links, jetzt mit der Samanu-Konzentration beginnend. Atem halten. Mahabandha, geh mit der Aufmerksamkeit zum Anahata-Chakra, Herz, Brust, Wirbelbereich. Wiederhole hier geistig das Bija-Mantra, Samen-Mantra, Yam. Yam, 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 Yam. Löse wieder, öffne rechts, atme aus, ruhig, gleichmäßig, alles Alte, Verbrauchte lösen, ausatmen, wegatmen. Über 10 Sekunden.
Rechts einatmen, Energie, Prana, Sauerstoff aufnehmen zum Anahata Chakra Maha Bandha. Und hier dann wieder das Bija-Samen-Mantra für dich geistig wiederholen. Yam, 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 yam. Wieder lösen, rechts verschließen, links ausatmen. Ganz leeren, über 10 Sekunden. Atme jetzt links ein zum Manipura-Chakra. Nabelgegend, Lendenwirbelbereich, halte. Im Manipura Chakra ist das Bija Samen Mantra Ram. Wiederhole das geistig. Ram, 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 Ram. Nochmal besonders fest Uddiyana Bandha. Die Bandhas lösen, links verschließen, rechts ausatmen. Gleichmäßig fließend. Setz nochmal Uddiyana Bandha, löse Uddiyana Bandha, atme rechts ein mit Mula Bandha. Atem halten, Manipura Chakra. Konzentration, Maha Bandha gesetzt und geistig Ram, 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 Ram. Uddiyana Bandha besonders fest. Alle drei Bandas lösen, rechts verschließen, links ausatmen, gleichmäßig, alles Alte, Verbrauchte, Gutes geht, ausatmen, Uddiyana Bandha setzen, wieder lösen, links einatmen mit Mula Bandha. Nun zum Chandra Chakra, halten, Maha Bandha, Chandra Chakra, Mond Chakra, oberhalb deiner rechten Augenbraue, geistig Tam, 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 Tam. Wieder Uddiyana Bandha ganz fest und alle drei Bandhas lösen, rechts ausatmen. 10 Sekunden, die gesamte Zeit nutzen für deinen Ausatemfluss. Uddiyana Bandha setzen, wieder lösen, rechts einatmen mit Mula Bandha zum Chandra Chakra. Halten, Maha Bandha. Und geistig stetig das Samenmantra Tam. Tam, 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 Tam. Uddiyana Bandha besonders fest, alle drei Bandhas lösen, rechts verschließen, links ausatmen, gleichmäßig, entspannt, kaum hörbar. Uddiyana Bandha setzen, wieder lösen, links einatmen mit Mula Bandha, zum Muladhara Chakra gehen, Atem halten. Im Wurzelchakra wiederholst du das Samen Bija Mantra geistig Lam. Lam, 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 Lam. Ich sage die Bandhas jetzt nicht mehr so genau. Setze sie selbstständig, wie es für dich passend ist. Löse die Bandhas, verschließ links, atme rechts aus, gleichmäßig entspannt. 10 Sekunden Zeit. Und atme rechts ein. Atem halten, Muladhara Chakra Konzentration wieder, Wurzelchakra, Steißbeinbereich. Wiederhole hier das Bija Mantra Lam. Lam, 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 Lam. Löse die Bandhas, verschließe rechts, atme links, aus. Und fließendes, entspanntes Ausatmen. Links einatmen, jetzt wieder zum Anahata Chakra. Maha Bandha. Hier visualisierst du dir einen Wind, einen Orkan, einen Sturm, der dich ganz durchpustet, alle Unreinheiten aufwirbelt, sie lockert. Dann löst du die Bandhas, verschließt links, atmest rechts mit Yam aus, wie ein Wind, ganz luftig. Yam, 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 Yam. Rechts einatmen, wieder zum Anahata Chakra, Maha Bandha. Von der Luft lernst du, ohne Anhaftung zu sein. Die Luft trägt alles mit, aber sie ist doch unverhaftet. So sei auch du an nichts verhaftet.
Löse die Bandas. Schließe rechts, atme links, aus mit Yam. Yam, 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 yam. Links ein zum Manipura. Maha Bandha. Hier Feuer. Visualisiere dir ein heiß brennendes, orange-rotes, hochauflodernes Feuer, das alle Unreinheiten nun zu Asche verbrennt. Löse wieder, verschieß links, rechts aus mit Ram. Entfache dein inneres Feuer nochmals. Mit Ram, Ram, Ram. Rechts ein, wieder zum Manipura Chakra. Maha Bandha. Vom Feuer lernst du, den Glanz der Selbsterkenntnis und der Askese scheinen zu lassen. Wenn es dunkel ist, entzündest du ein Feuer. Und mit dem Feuer siehst du. Löse wieder. Verstehst du rechts, atme links aus mit Ram. Ram, 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 Ram. Atme links ein. Jetzt zum Chandra Chakra, Mondchakra. Halten, oberhalb deiner rechten Augenbraue. Hier visualisiere Wasserelement und visualisiere dir einen Regenguss oder einen Wasserfall, der sich in dich hinein ergießt, silbrig, klar, glänzend, der alle Unreinheiten nun mit sich fortnimmt, dich ganz reinigt, klärt. Wieder lösen, rechts ausatmen und Tam wiederholen wie ein Tropfen Wasser. Tam, 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 Tam. Rechts einatmen und halten. Wieder Chandra Chakra Konzentration. Wasser hat die Eigenschaft der Reinheit. Führe spirituelle Praktiken durch, um auch dich zu reinigen. Und dann wieder lösen, rechts verschließen, links ausatmen. Mit Tam. Tam, 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 tam. Links einatmen, Muladhara Chakra, Wurzelchakra. Gehen, halten. Stell dir hier Wurzeln vor, die tief in die Erde hineinreichen. Und über diese Wurzeln steigt Erdenergie in dich auf, Prana. Und diese Prana kleidet dich ganz auskräftig, dich nährt dich. Verschieße links, atme rechts mit Lamm aus und schicke wellenförmig von der Erde hinauf in dich, Prana, mit Lamm, Lamm. Rechts ein, wieder zum Muladhara Chakra, halten. Von der Erde lernst du Geduld und anderen Gutes zu tun. Die Erde ist geduldig, sie trägt alles und nährt alle. Wieder lösen, rechts verschließen, links ausatmen mit Lamm, 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 Lamm. Rhythmus verändert jetzt 6, 24, 12. Links einatmen mit Mula Bandha gleich. Atem halten, Maha Bandha korrekt. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Kinn zur Brust, Zungenoberseite nach hinten, oben geben zum Kehlverschluss, Brust etwas nach vorn gewölbt. Löse die Bandhas, Uddiyana Bandha besonders fest, löse die Bandhas, atme rechts aus, ruhig, gleichmäßig, entspannt, als alte Verbrauchte wegatmen. Uddiyana Bandha setzen und wieder lösen, rechts einatmen mit Mula Bandha, tief vollständig, Maha Bandha, alle drei Bandhas korrekt, Schultern entspannt, Augen geschlossen, Gesichtsmuskeln weich. Rechter Arm angelegt, linke Hand im Chin Mudra auf dem Oberschenkel. Rücken ganz gerade aufgerichtet. Uddiyana Bandha besonders fest. Löse die Bandhas, atme links aus,
ruhig, gleichmäßig, ganz entspannt, kaum hörbar. Ujjana Bandha setzen, Ujjana Bandha lösen, links einatmen mit Mula Bandha zum Anahata Chakra. Halten, Herz, Brustwirbelbereich im Anahata Chakra ein Yantra visualisieren, einen sechszackigen rauchig-blauen Stern mit den Spitzen nach oben und unten ausgerichtet. Im Stern manifestierst du das Bija-Mantra Yam mit großen goldenen Buchstaben. Löse, verschließ links, atme rechts aus mit Yam. Yam, 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 Yam. Rechts einatmen zum Manipura-Chakra. Maha Bandha. Hier als Beach, als Yantra, als Symbol visualisierst du dir ein orange-rotes Dreieck auf der Spitze stehend. Dort drin manifestiert sich mit großen goldenen Buchstaben das Bija-Mantra Ram. Wieder lösen, rechts verschließen, links mit Ram ausatmen. Ram, 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 Ram. Links einatmen zum Chandra Chakra, Mondchakra. Mahabandha. Hier als Yantra, als Symbol, eine silbrig glänzende Mondsichel auf dem Rücken liegend. Dort drin manifestiert sich mit großen goldenen Buchstaben das Bija Mantra Tam. Lösen, links verschließen, rechts ausatmen mit Tam. Tam, 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 Tam. Rechts ein zum Muladhara Chakra. Halten. Hier als Yantra visualisierst du dir ein ockergelbes Quadrat. Im Quadrat erscheint das Bija-Mantra mit großen goldenen Buchstaben Lam. Dann löst du wieder, verschließt rechts, atmest links aus mit Lam. Lam, 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 Lam. Rhythmus verändert 7, 28, 14. Atme links ein, hinunter zum Muladhara Chakra. Halte, geh hinauf, die Sushumna, feinstoffliche Wirbelkette bis zum Agnya Chakra. Bleib dort, wiederhole Om, Om Namah Shivaya oder dein eigenes Mantra. Löse die Bandhas, verschließ links, atme rechts aus, atme nach rechts, erde nach rechts, ganz, ganz weit. Atme rechts ein, wieder zum Muladhara Chakra gehen. Mahabandha. Geh hinauf die Sushumna, jedem einzelnen Chakra vorbei. Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha bis Agnya bleiben mit eigenem Mantra. Dann wieder lösen, rechts verschließen, links ausatmen, nach links weit werden, atme nach links, dehne dich nach links ganz weit aus. Links ein zum Muladhara Chakra, Wurzelchakra. Halten Mahabandha, geh hinauf und hinunter mit dem Bija-Mantra an den Chakren vorbei. Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, Rim, Om, Ham, Yam, Ram, Vam, Lam.
Lam vam ram yam ham om rim om ham yam ram vam lam. Löse wieder, verschieß links, atme rechts aus, atme nach hinten. Werde nach hinten weit, atme nach hinten ganz weit, dehne ich nach hinten ganz weit aus. Und atme rechts tief vollständig ein. Zum Sahasrara Chakra, Scheitelgegend, Raum darüber. Halten. Geh hinunter und hinauf mit dem Bija-Mantren an den Chakren vorbei. Rim, Om, Ham, Yam, Ram, Vam, Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, Rim. Rim, Om, Ham, Yam, Ram, Vam, Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, Rim. Wieder lösen. Links ausatmen, jetzt nach vorn weit werden. Atme nach vorn, dehne dich nach vorn ganz weit aus. Und wieder links ein zum Sahasrara Chakra, Scheitelgegend, Raum darüber. Atem halten. Stell dir vor, Energie fließt in dich hinein, von oben Himmelsenergie ganz klar. Kühl, sickert in dich hinein, von deinem Kopf aus geht sie hinunter bis zum Becken, Beinen, Füßen. Füllt dich ganz. Dann löst du, verschließt links, atmest rechts aus, stellst dir Wurzeln vor und über diese Wurzeln gehst du nach unten in die Ausdehnung, ganz weit in die Erde hinein, atmest nach unten. Dehnt sich nach unten weit, weit aus. Einatmen rechts über diese Wurzeln nimmst du Erdenergie warm, ockergelb in dich auf. Halten. Gehst jetzt wieder den ganzen Körper hindurch. Oberkörper, lässt diese Energien aufsteigen. Füllst jede Zelle, jeden Winkel deines Körpers damit bis zum Sahasrara Chakra. Gehen. Und dort bleiben. Wieder lösen, rechts verschließen, links ausatmen, geh nach oben in die Ausdehnung zum Himmel hinauf. Atme nach oben, dehne dich nach oben hin ganz weit aus. Eine letzte Runde. Atme links ein, geh wieder zum Sahasrara Chakra. Halten. Sahasrara Chakra, Scheitelgegend, Raum darüber, Stille. Dann löst du. Verschließt links, atmest rechts aus, jetzt in alle Richtungen gleichmäßig ausatmen, in alle Richtungen weit werden, atme in alle Richtungen ganz, ganz weit. Atme rechts ein, jetzt ganz zentriert in deine Mitte. Atem halten, geh zum Manipura-Chakra oder Anahata-Chakra, bleib dort ganz konzentriert in Stille oder mit deinem eigenen Mantra. Wieder lösen, rechts verschließen, links ausatmen jetzt noch einmal ganz und wenn du ausgeatmet hast, vollständig, lässt du den Arm sinken, beendest Anuloma Viloma Nadi Shodhana, die Wechselatmung. Spürst auch hier noch einmal nach, Reinigung deiner Nadis, Energiekanäle, nimmst diese Stille jetzt wahr in dir. In Atem hier ganz ruhig, Bewegung ganz ruhig, entspannt fließt. Kumbhaka Atem. Anuloma Viloma.
Als Übersetzung ist Anuloma Viloma gleichzusetzen Loma mit Haare und Anuloma mit dem Strich der Haare, Viloma gegen den Strich der Haare. So bedeutet Anuloma Viloma in die eine und in die andere Richtung atmen. Und so findest du nun, um diese Energien ganz harmonisch nochmal in dich zu bringen, zu integrieren in eine Umkehrstellung, entweder Kopfstand oder Viparita Karani, unterstützter Schulterstand mit dem Kissen unter dem Gesäß. So, 1, 2 Minuten ganz bewegungslos, wie es dir gut tut, um auch nochmal frische Energien aufzunehmen hier in dieser Position. Und zu regenerieren. Und um die Energien eben aufzuspeichern, sodass du die nächsten Stunden darauf zurückgreifen kannst, vollen Nutzen dieser Pranayama-Stunde daraus ziehst. Konzentration Vishuddha-Chakra-Kehle, Ujjayi-Atem entstehen lassen, Meeresrauschen mit geschlossenem Mund, noch einmal beruhigend einsetzen lassen. Und hier dann jetzt ein Mantra für dich dabei nutzen. Ein So und aus Ham. So Ham, ich bin das. Unsterbliche wahre Selbst. Bleib ganz konzentriert und aufmerksam bei deinem Atem. Konzentriere diese Aufmerksamkeit ganz behutsam, sanft und lass es geschehen, dass die Verunreinigungen von der Ausatmung davongetragen werden. Ganz langsam werden diese Verunreinigungen verringert und dann kann der Körper wirklich vom einströmenden Atem genährt werden. Die Lungen öffnen sich wie Blüten, um ihn zu empfangen, und die Lebenskraft beginnt wieder frei zu strömen. Vielleicht hast du den Eindruck, nach dem Praktizieren der Atemachtsamkeit sei nicht viel passiert. Sei jedoch dessen gewiss, dass sich auf einer tiefen, sehr tiefen Ebene eine Reihe winziger Veränderungen vollzogen haben und dass deren Echo weiterhin Stunden, Tage in dir widerhallen, wie kleine Wellen. Geh, wenn du magst, dann auch noch mal in den Fisch vielleicht oder in Shavasana. Noch mal kurz entspannen. Und all die Zeit und Aufmerksamkeit, die du mit Beobachten zubringst, mit Gewahrsein, damit Leerheit im Körper zu erreichen, ermöglicht den Zellen, die volle Schönheit und Nahrung des neuen Atems in sich aufzunehmen. Atmen wird zu einem magischen Ereignis, fein und köstlich. Du wirst feststellen, dass diese vermehrte Beobachtung eine Tür zum Unerwarteten öffnet. Dieses einfache Hilfsmittel führt zu unzähligen Entdeckungen. Wenn du eine schwierige Situation durchlebst, Schmerzen hast oder wenn alles zu misslingen scheint, kannst du dich wieder mit deinem Atem verbinden und Erleichterung finden. Während du lernst, stets von ihm begleitet zu sein, fragst du dich, wie du ihn so lange vergessen konntest. Und dann bleib ruhig noch, lass dich nicht stören, wenn jetzt Menschen hier reinkommen in den Shivananda-Saal. Für den Satsang, der in circa 8 Minuten beginnt, der stillen Meditation hier und der geführten Meditation nebenan im Saraswati,
wünsche dir einen wundervollen weiteren Tag. Vielen Dank auch an André, der gefilmt hat. Und vielen Dank, wenn du dann online zu Hause dabei warst. Dich auch. Wünsche einen wundervollen Tag. Om Shanti.